Und wir freuen uns auch den ganzen Tag jetzt, also bis mindestens 10 Uhr, auf Ihre Flirtsprüche und die Geschichten hinter dem ersten Flirtversuch. Und da sind richtig tolle dabei. Zum Beispiel hat Heinz geschrieben, Flirtspruch, dir würde ich meine Kreditkarte mit PIN in die Hand geben, weil ich sicher wäre, du würdest es nicht ausnützen. Mit dieser Frau, der ich das sagte, war ich dann 6 Jahre zusammen. Ist doch schön, ne? Und nach 6 Jahren hat er festgestellt, einmal aufs Konto geguckt, ja, und festgestellt, alle leer gerollt. Das ist ja so meine Baustelle. Flirtspruch, ich bin so schlecht beim Sex, das musst du miterlebt haben. Mit dem kommst du doch so wieder. Nämlich. Da nämlich sind ein sehr guter Freund von mir macht immer einen Spruch und der funktioniert tatsächlich. Der geht zu einer Frau in einer Bar oder in einer Kneipe und sagt, Mensch, du bist doch der Bruder vom Stefan, oder? Und die ist dann meist so entrüstet, dass sich ein Gespräch entwickelt. Und das ist ja schon ich die halbe Miete. Frau. Ja, ich bin doch gar nicht, ich kenne gar keinen Stefan. Und schon ist er im Gespräch. So, oder er das hier. Er kommt mit diesem Spruch unheimlich gut an, aber muss es halt jedes Mal wieder neu versuchen. Sandro hat noch geschrieben, das ist, glaube ich, der alter Klassiker von Jürgen von der Lippe. Hast du Wasser in den Füßen, meine Wünschelrute schlägt aus. So einen leichten Sexismus, stellen wir fest, nein, kommt auch immer sehr gut, weil man dann so, man muss ja lachen als Frau, ne? Also eigentlich ist man ja entrüstet, aber man muss trotzdem ein bisschen lachen. So, und genau so ungefähr haben es ja auch unsere Kollegen auf Mallorca ausprobiert. Top-Thema. Mit dem Selfie-Stick, denn man möchte ja gleich ein schönes Foto machen. Und irgendwie ist es ja auch so ein kleiner Ankommer, ne? Man hat auf jeden Fall schon mal ein Gespräch. Das Thema, Janine und Mario, gut, es ging trotzdem nicht immer ganz leicht. Nee, nicht wirklich. Vielleicht ist das Gesprächsthema auch, warum flirtest du bitte mit einem Selfie-Stick? Endlich richtig flirten. Es wird es jetzt streitig. So voller Romantik. Krieg ich einen Kuss? 5 Euro. 5 Euro? Ja. Wenn du von mir einen Kuss auf die Wange willst, musst du 5 Euro zahlen. Boah, ist aber teuer. Urlaub. Der Moment für die Liebe zu zweit. Er will auch einen Kuss. Ja, aber jetzt habe ich dich aus. Sind die Leute im Urlaub wirklich so viel entspannter? Männer gegen Frauen beim Strandflirten extrem. Natürlich mit dem Selfie-Stick. So sind die ersten Bilder im Liebesfotoalbum sicher. Janine hat ihren ersten Traumpartner im Visier. Es gibt ab, Vorsicht, die Kohle nehmen. Oh, sehr. Erstmal Platz schaffen, sonst kann der Funke ja nicht überspringen. Ist aber schon schön braun geworden. Danke. So richtig begeistert ist Traumpartner 1 nicht. Aber Janine geht aufs Ganze. Es wird es jetzt nicht streitig, ich will keinen Kuss. Richtig. Na, das ist aber hart. Nach so viel Zärtlichkeit lässt dieser Mann nicht mehr zu. Wir fragen nach. Wie war das gerade? Unangenehm. Du hör mal, aber ich durfte eine ganze Zeit da liegen. Ja, wir laufen hier nur Verrückte rum. Einen davon spielt Mario. Dabei sucht er doch nur ein bisschen Liebe. Soll ich mich zu dir hauen? Warum nicht? Hast du Freunde oder was? Ja. Aber du bist doch im Urlaub. Komm hier ein bisschen zusammen filmen. Ein bisschen Urlaub. Bist du hübsch? Schlechte Karten für Mario. Komm schon. Das wirkt ja jetzt schon verzweifelt. Ist der Mann dir gerade ein bisschen zu nahe gekommen? Wie fandest du seine Anmache? Ziemlich beschissen. Warum? Ja, warum? Kommt ihr direkt mit so einer Kamera? Das macht man doch nicht. Was wäre denn eine gute Art und Weise? Er hätte einfach mal nett fragen können, wie es mir geht und ob er sich dazusetzen darf. Aber jetzt hier direkt mit so einem Handy und hier kann ich mich dazuhauen, bist so hübsch. Reicht nicht. Selbst mit den neuen Ratschlägen in petto läuft's bei Mario nicht wirklich besser. Nee, das ist überhaupt nicht. Warum denn nicht? Klar, warum ich kenne mich überhaupt nicht. Keine Chance. Man hat das Gefühl, die Frauen laufen förmlich vor Mario davon. Die Männerherzen schlagen da schon schneller beim unerwarteten Damenbesuch. Auch wenn, wie später klar wird, zu Hause eigentlich die Freundin wartet und man deswegen unerkannt bleiben möchte. Was machst denn du, meine Liebe? Ich bin ein bisschen ausgehen bei dir. Das darfst du gerne. Magst du was trinken? Sehr gerne, danke schön. Der Einladung folgt Janine selbstverständlich. Zeit für die nächste Stufe. Auf uns. Wie heißt du? Janine. Franz. Vielen Dank, sehr nett. Immer wieder gerne. Wie war das jetzt gerade von Mädel angesprochen? Ja, einwandfrei. War das jetzt so spontan zu nah? Also wir kannten uns nicht und dass ich hier so mit so einem Selfie-Stick. Ja, aber du hast ja mich geküsst. So, so, na dann ist ja okay. Und Mario? Ein letztes Mal. Vielleicht ist sie es ja. 5 Euro? Ja. Wenn du von mir einen Kuss auf die Wange willst, musst du 5 Euro zahlen. Boah, ist aber teuer. Liegt's an mir jetzt? Nein. Allgemein. Wieso?
zu nüchtern noch? Diesen Ratschlag wird sich Mario in Zukunft zu Herzen nehmen. Denn eigentlich lief es bei ihm ja überhaupt nicht gut. Ja, das war ein ganz schön harter Tag, Mario. Ja, leider Gottes war wieder ein sehr unerfreulicher Tag. Aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Und zwar meinte eine Frau zu mir, wenn sie betrunken wäre, dann vielleicht. Oh, sehr gut. Also ich muss sagen, es ist sehr gut gelaufen. Egal, ob die Männer betrunken oder nüchtern, alleinreisend oder in der Gruppe waren, Single oder nicht. Es hat immer sehr gut funktioniert. Fast schon erschreckend, aber auch praktisch. Ich hoffe auf den Alkohol. Und damit Mario nicht total enttäuscht nach Hause fährt, ist wenigstens Janine so frei.